So, in dieser Aufgabe geht es darum, die Fläche, die zwischen der Sinus- und der Kosinusfunktion eingeschlossen ist. Das heißt, es geht um diese Fläche. Ja? Und wenn man sich mit Sinus und Kosinus ein bisschen auskennt und auch sind noch ein bisschen analysiert, wie Sinus und Kosinus definiert sind im Einheitskreis, weiß man, okay, bei Pi Viertel, ja, oder bei 45 Grad, ja, da schneiden sich Sinus und Kosinus und bei 5 Viertel Pi schneiden die sich ebenfalls. Also das heißt, hier sind die beiden Schnittpunkte zwischen Sinus und Kosinus, nämlich also Pi Viertel und 5 Viertel Pi. Und wenn man sich dann die Werte anguckt von den beiden Funktionen, da haben sie beide den Wert 1 durch Wurzel 2. Ja? Und die beziehungsweise 1 durch Wurzel 2 mal minus 1. Das heißt hier, das ist 1 durch Wurzel 2 und es ist minus 1 durch Wurzel 2. So, es geht also um die Größe dieser Fläche. Wie groß ist das? Ja, und ja, wie nicht anders zu erwarten, müssen wir hier also ein Integral berechnen. Das Integral von minus, Entschuldigung, von Pi Viertel bis 5 Viertel Pi. Ja, von welcher Funktion eigentlich? Also hier ist das der Sinus. Und hier unten, das ist der Kosinus. Und wir sehen schnell ein, also dass der Kosinus immer tiefer ist als der Sinus. Und die Fläche, die wir dazwischen haben, ja, wenn ich mir also irgendeinen Punkt raussuche, also ich nehme mal hier so eine Linie hier, zack, so. Ja, diese Fläche, das ist also quasi dieser Wert, das ist der Kosinuswert und das ist der Sinuswert. Und diese Fläche wird ja bestimmt durch die Differenz zwischen diesen beiden. Ja, und das ist eigentlich schon der Clou, ne? Die Differenz der beiden bestimmt also quasi, wie viel Fläche dort ist. Dementsprechend ist es hier die Funktion, die wir betrachten müssen, Sinus von x minus Kosinus von x. Ja, dx. So, und das macht alles auch sehr viel Sinn, weil diese Differenz ist genau dort bei Pi Viertel und bei 5 Viertel Pi, nämlich 0, und dementsprechend haben wir auch keine Fläche dort. Also es passt alles gut. Ja, und die Fläche dann auszurechnen ist jetzt natürlich ein kleiner Witz. Das ist nämlich dann, ich brauche die Stammfunktion von Sinus, das ist minus Cosinus x. Und ich brauche noch die Stammfunktion von Cosinus, das ist natürlich der Sinus x. So, und das sind die Grenzen von Pi Viertel bis 5 Viertel Pi. Ja, wenn ich das einsetze, dann bekomme ich also minus Cosinus von 5 Viertel Pi minus Sinus von 5 Viertel Pi minus und dann in Klammern, jetzt muss ich die unteren Werte einsetzen, das ist also minus Cosinus von Pi Viertel minus Sinus von Pi Viertel. Ja. Okay, jetzt können wir sich das nochmal angucken. Das ist also, das ist natürlich minus 1 durch Wurzel 2. Das ist dasselbe. Ja, ebenfalls minus 1 durch Wurzel 2. Und das ist 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2. Ja. Und jetzt ist es keine große Kunst mehr. Das heißt, ich habe hier 1 durch Wurzel 2 plus 1 durch Wurzel 2. Und diese Minussymbole heben sich alle gegenseitig weg. Dann bleibt eben halt nochmal 1 durch Wurzel 2 plus 1 durch Wurzel 2. Macht also insgesamt 4 mal die Wurzel, 4 mal 4 geteilt durch die Wurzel von 2. Ja. Und das kann man nochmal vereinfachen zu 2 mal Wurzel 2, aber das ist eben halt eine Frage des Geschmacks. Okay. Mehr ist dazu nicht zu sagen.